dich heute in ein Kino ein. Dann heißt das, er will nach dem Film mit dir alleine sein. Und macht er dir das Kompliment, dein Kleid ist wunderschön, dann würde er dich ganz bestimmt viel lieber ohne sehen. Was Männer so reden, ist schwer zu verstehen. Man muss unsere Worte immer verdrehen. Denn das, was wir sagen, ist im Allgemeinen das Gegenteil dessen, was wir gerade meinen. Wir Männer, wir sprechen nun mal diese Sprache. Da können wir gar nichts dagegen machen. Und merkt euch, ihr Mädchen, für alle Zeiten, was Männer so reden, hat nichts zu bedeuten. Mann, komm noch zu mir auf einen Kaffee heim. Dann wartet dort ganz sicherlich ein Fläschchen roter Wein. Und meint er, einen kleinen Kuss, den wünsch ich mir so sehr. Dann ist die Sache völlig klar, er will noch viel, viel mehr. Was Männer so reden, ist schwer zu verstehen. Man muss unsere Worte immer verdrehen. Denn das, was wir sagen, ist im Allgemeinen das Gegenteil dessen, was wir gerade meinen. Wir Männer, wir sprechen nun mal diese Sprache. Da können wir gar nichts dagegen machen. Drum merkt euch, ihr Mädchen, für alle Zeiten, was Männer so reden, hat nichts zu bedeuten. Was Männer so reden, ist schwer zu verstehen. Man muss unsere Worte immer verdrehen. Denn das, was wir sagen, ist im Allgemeinen das Gegenteil dessen, was wir gerade meinen. Wir Männer, wir sprechen nun mal diese Sprache. Da können wir gar nichts dagegen machen. Drum merkt euch, ihr Mädchen, für alle Zeiten, was Männer